Ich habe echt nichts. Nein, ich habe nichts. Hatte ich nicht gesagt, Wetterbericht taugt dieses Jahr nichts. Es hat heute Nacht ein bisschen geregnet, aber hier ist der Boden kaum nass geworden. Rundrum ein bisschen mehr. Gut, ich bin unter Bäumen, aber wir sind jetzt auch nicht so dicht. Und eigentlich sollte es jetzt auch den ganzen Tag regnen. Den ganzen Morgen kommt noch nichts. Jetzt müssen wir mal gucken, wie der Plan ist bei dem Wetter. Wenn es so bleibt, geht's ja. Angeblich, jetzt ist der Wetterbericht aktualisiert, ist nachher trocken. Aber vielleicht ist es wieder mal wie üblich. Wenn sie sagen, es regnet, dann regnet es nicht. Wenn sie sagen, es regnet nicht, dann gibt es ein Unwetter. Schauen wir mal. Erstmal brauchen wir auf jeden Fall ein Frühstück. Und naja, die Lage im Zelt ist trocken geblieben, bis auf Schwitzwasser. Das muss ein bisschen ablüften jetzt. Dann schauen wir mal weiter. Man kann schon erahnen, wenn man hier draußen steht, das ist kein Regenwasser. Und drinnen... Es ist hier mal so dunkel, man muss immer gleich das Licht anmachen. Drinnen haben wir halt natürlich die übliche Schwitzwasserbildung, aber es ist nichts wirklich nass oder so geworden. Gut, suchen wir mal unser Zeug fürs Frühstück zusammen, dann geht das los. Ist recht kühl heute. Ich habe schon die zweite Jacke an. Das ist ja ganz gut, wenn ihr mal die Sicht euch anschaut. Moment. Ja, welche Sicht, ne? Gut, dass ich gestern auf dem Weißhorn war, da würdest du heute gar nichts sehen. Und gut, dass hier gleich was Warmes gibt, weil es ist kalt. Aber bei dem Wetter ist natürlich so ein warmes Frühstück mit allem drum und dran schon eine gute Sache. Na, was sagt man da? Gerade das Frühstück fertig, da fängt es an zu regnen. Wieder richtig gemacht mit dem Timing. Es scheint, als käme jetzt der Regen, der die Nacht überkommen sollte. Wetterdienst hin oder her, eigentlich sollte es jetzt gleich anfangen trocken zu werden. Na gut, mache ich es mir hier drin gemütlich. Ihr hört es vielleicht schon, es regnet ein bisschen. Das hilft natürlich nicht direkt beim Trocknen, aber sollte zumindest kein Regen reinkommen. Wohl war mal eine dichte Plane drüber. Aber natürlich mein Schwitzen, Atmen und so weiter, das legt sich jetzt umso besser nieder. Aber was soll's, wir machen uns gemütlich. Ich habe noch ein bisschen hier am Video von gestern zu arbeiten. Und ich habe auch schon einen Plan, wenn der Wetterdienst recht hat und es nachher wirklich aufhört. Es ändert sich momentan aktuell immer wieder. Jedes Mal, wenn ich reingucke, ist es anders. Dann hätte ich noch ein Ausflugsziel. So, jetzt aber erstmal mit dem anderen fertig werden. Ja, das war so mittel. Also Wetterbericht stimmt natürlich nicht. Es regnet weiter. Und das Kondenswasser von der Plane, die hier außen drüber ist, tropft jetzt aber mal ab und läuft dann da runter. Und naja, zumindest größtenteils nach draußen, hoffe ich mal. Ich könnte natürlich schon in das Gemeinschaftshäuschen gehen, was hier gibt. Aber ich habe mich ja eigentlich mit voller Absicht hier an den äußersten Rand gestellt, weil man hier einfach mal seine Ruhe hat. Und naja, solange ich nicht schwimme, bleibe ich wohl auch erstmal hier. Da habe ich meine abgespannte Belüftung, da die oben ja praktisch ausfällt. Deswegen läuft ja oben schön das Wasser runter. Aber immerhin so ein bisschen hilft das. Und diese Plane ist tatsächlich dicht, die ich hier vorne habe. Auch was Gutes. Es scheint sich so ein bisschen zu legen. Hat jetzt doch ein bisschen was geregnet, man sieht es hier und da. Aber soweit alles ganz okay. Natürlich wird heute hier nichts richtig trocken. Aber wenn sich jetzt mal ein Momentchen so hält, dann können wir vielleicht doch noch mal wohin starten. Der Wetterbericht ändert sich jedes Mal, wenn man drauf guckt. Ich gehe jetzt einfach los. Hat ja sonst keinen Zweck. Der Eichhörnli-Weg. Hier kann man angeblich überall Eichhörnchen und andere Tiere sehen, Vögel. Bin mal gespannt. Ist, glaube ich, für heute so ein Tag. Ne? Könnte das die richtige Idee sein? So eine kleine Erkundung in der Nähe. Ein Eichhörnli. Ich hoffe, die sind nicht so groß. Ja, gute Aussicht auf den Obersee. Danach ist nur noch weiß. Wofür ist denn das? Lichtschranke wahrscheinlich. Könnt ihr mir vorstellen, dass die Besucher zählen oder sowas? Wenn ihr da eine Ahnung habt, würde ich sagen, dann könnt ihr das gerne mal drunter schreiben.
Und jetzt ist auch der Obersee wieder verschwunden. Ganz schön diesig hier heute. Kannst du fast schwimmen statt laufen. Ich glaube, die Eichhörnli mögen das Wetter auch nicht. Hier ist eigentlich gar nicht viel los im Moment. Außer Baustellenlärm von da unten. Ganz Arosa ist irgendwie im Moment eine riesen Baustelle, glaube ich. Da ist wohl auch keiner zu Hause. Aber hübscher Wald eigentlich hier so, wenn man dann einmal hier so reinkommt. Hallo, was wünschen Sie? Hallo, ja, sie, oh, das tut weh, au, 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 du kratzt ja, du Bürste. Ich hab nix, geh weiter. Ja, wenn die Eichhörnli die Hunger haben, fressen die auch Menschen. Ha. Irgendwo ist die Luftwaffe wieder in Aktion. Irgendwo in dem Weißen. Da ist ja schon wieder so ein Kratziger. Du, ich hab nix. Ich hab echt nix. Nein, ich hab nix. Hopp, hopp. Ich hab schon wieder einen Angreifer gesichtet. Aber, nee. Der guckt lieber im Häuschen, ob was drin ist. Aber vielleicht kommt er auch her. Vielleicht ist es ein Flughörnchen. Na gut, die gibt's ja natürlich nicht. Bist du neugierig, oder? Ja, schon, ne? Guck mal, ich bleib auch stehen. Da kannst du mich leichter fressen. War es auch schon. Da geht der Eichhörnli-Weg zurück nach Arosa. Hier oben schöne Berglandschaft. Wie üblich hier. Kann man ja hingucken, wo man will. Was kommt hier noch? Naja, hier ist so ein bisschen, ja, ist auch eine Art Dorfteil, Ortsteil. Ich weiß nicht, wie man das nennen will. Maran heißt es. Die Aussicht wird auch nicht gerade mehr von weiter oben. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Aber auf jeden Fall ist da gerade ein sehr großer Motor angesprungen. Vielleicht nicht so ein großer, aber ein lauter. Was mich daran erinnert, dass hier die Classic Car morgen startet. Vielleicht sollten wir mal durch Arosa marschieren und gucken, was wir schon sehen können davon. Ich meine, aufgebaut ist schon ein bisschen was, hatte ich eben so aus der Höhe hier runter gesehen. Ich würde sagen, da marschieren wir mal hin. Vielleicht sind wir schon ein paar Autos und können mal einen Blick drauf werfen. Habe ich doch gesagt, ich habe das gehört, ne? Ich krieg gerade Besuch. Also ich bin hier praktisch ja an so einer Wiese. Jetzt guckt mal, wer da angehoppelt kommt. Und das scheppert schön. Das habe ich jetzt die ganze Zeit, das Klingeling hier. Mal schauen, was die wollen. Kommen auf jeden Fall alle an und gucken. Scheinen sich dafür zu interessieren, was hier los ist. Ne? Na, ihr? Bing, bing. Das war's dann eigentlich von mir für heute. Ich habe jetzt nichts Besonderes mehr vor. Ich esse jetzt was und räume mich dann irgendwie ein und tu nichts. Macht's gut, bis morgen.